Das ist schon mal klar. So. Kann man das ein... Ja, das eingeborene Dorf kann ich sehen da hinten. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Noch nicht. Noch haben wir ja Soda. Das mache ich halt erst, wenn die Lockerbin fertig ist. Bis dahin spare ich mir das noch auf. So, wir können noch... Ich nehme mal den hier mit. Wenn ich Glück habe, fällt der hier runter. Die beiden Bäume hier und auch den da oben drüben. Und dann kann ich die einfach die Klippe runterschmeißen. Genau, ich hau da oben gleich die Bäume weg. Hey, hey, hey. Hier hat sich gerade irgendwas verdächtig nach Tod angehört. Ja. Der Tod ist das Flüstern der Bäume. Das Flüstern der Blätter. Das Säuseln im Wind. Du hörst ihn nicht kommen. Bis er bei dir ist. So, ich wollte eigentlich was Cooles sagen, was sich reimt, aber mir ist nichts eingefallen. So, der Baum ist erstaunlich gut gefallen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich meine Axt weggesteckt? Hey, komm wieder raus, Axt. Hä? Equip, okay. Na gut, ihr bleibt mal da unten liegen. Jetzt gehe ich mal hier drüben hin und hacke den Baum hier weg. Und wenn der gut fällt, dann habe ich halt direkt alles. Hey, du da. Die nehmen wir nochmal mit. Schadet ja nichts. So, einmal die Haut ab und dann das Futter mitnehmen. Weil die Haut können wir eh nicht mitnehmen. So. Dann holen wir den mal noch weg. Wenn der jetzt gut fällt, dann haben wir halt direkt die Logs unten bei unseren Logholdern. Das ist gar nicht mal so dumm, ey, dass ich da vorher nicht dran gedacht habe. Dann kann ich die direkt hier über die Klippe werfen. Ja, und dann kann ich die schön unten direkt verbauen. Vielleicht fällt der hier sogar direkt ins Lager. Das wäre richtig cool. Bitte fall in die Richtung. Ja! Er fällt in die Richtung. Richtig gut. Richtig gut. Einfach genau richtig gefallen. Komm, löst dich auf. Ah, alles klar. Ich hab grad schon. Wollte mich gerade schon kurz beschweren. So, ab da runter. Du auch. Geh. Los. Geh zu deinen Freunden. Sie warten auf dich. Oh. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. So, ich glaube. Ich mach den hier mal noch um. Dann müsste ich eigentlich schon genug haben, oder? Es wird jetzt schon einiges sein, was ich da jetzt an Loks liegen habe. Ich fahre dann jetzt erstmal mit dem Schlitten zurück und guck mal, ob ich unterwegs die paar Loks, die da liegen, vielleicht vor mir herschieben kann. Das wäre jetzt richtig hilfreich. Dann wäre ich ein Schneepflug. Nur nicht mit Schnee, sondern mit großen Holzstämmen. Aber das ist eh nur eine doofe Haarspalterei. Weil wenn es im Winter, ja, wenn Holz, dann wird's holzen. Keine Ahnung. Ach Mensch. So, komm. Fahren wir mal hier hin und nehmen das Holz hier mit. Ich kann das wirklich mitschieben, aber nicht so gut. Nicht so gut. Okay. Dann fahren wir erstmal den Schlitten vor die Bude hin. So, zappe, zappe, zuppe, zappe, ziepe, zappe. Einmal hier. Dann bringe ich erstmal das Holz gerade schnell rein. So, gleich ist sie fertig, die Hütte. Gleich ist sie fertig. Gleich ist sie fertig. Könnte ich eigentlich die Baumstämme über meine Mauer werfen? Wäre das möglich? Ich glaube, das versuche ich gleich mal. Das wäre natürlich richtig cool. Das wäre natürlich richtig cool. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich teste es mal. Wäre praktisch. Wäre äußerst praktisch auf jeden Fall. So, einmal. Ah, ich habe jetzt schon wieder. Na, egal. So, ich springe mal und dann zack. Nein, es geht nicht. Obwohl mit ein bisschen. Moment, mit ein bisschen Geschick vielleicht. So. Oh! Da habe ich mich ein bisschen gebackt schon hier. Warte mal. Warte mal, wenn ich den so. Zack! Nee, keine Chance. Nee, geht nicht. Schade. Es wäre natürlich richtig gut gewesen, wenn das funktionieren würde. Das hätte natürlich extrem viel Zeit gespart. Aber so geht es auch noch relativ schnell. So, die beiden auch noch da rein. Fehlen noch 15. Also 15 haben wir auf jeden Fall noch hier liegen. Ist es halt doof, dass ich nach hier hinten laufen muss. Aber es ist mir jetzt auch zu doof, mit dem Schlitten nach hier hinten zu gehen. Weil. Obwohl, ist eigentlich gar nicht so dumm. Eigentlich. Eigentlich gar nicht. Gar nicht mal so blöd. Aber ich würde sagen, ich hole erstmal Loks, bis ich nur noch 9 brauche. Und dann fahre ich mit dem Schlitten hin und hole dann genau 9 Stück ab, weil das geht jetzt genau auf. Ich laufe dann jetzt die weg, dann hole ich nochmal 2. Dann hole ich nochmal 9 mit dem Schlitten und dann geht es genau auf und dann ist es fertig. Dann hole ich aber natürlich noch alle anderen Loks und packe die in meine Lockholder rein, damit ich mal welche habe, falls ich mal irgendwann in der Not welche benötige. Also das heißt in der Not. Ich werde gleich bestimmt noch irgendwelchen anderen bescheuerten Shit bauen. Und dann werde ich die auf jeden Fall brauchen. Ich glaube, die Loks reichen doch nicht. Ich glaube, ich muss gleich noch einen Baum wegkacken. Wegkacken. Ich glaube, es sind keine 9 mehr, die da liegen. Ich bezweifle es. Es sah gerade jedenfalls nicht danach aus, als wären es noch 9. Aber meine Sinne könnten mich auch täuschen. Ich werde... Oh, guck mal, sie tanzt. Naja. War kein guter Tanz. Kann ich besser, kann ich besser. Zeige ich euch irgendwann mal. In einem
richtig erste Sahne, erste Klasse, richtig High Quality Video. Nicht. Ja. Wahres Profi-YouTuber-Dasein. Ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole es gerne wieder. So ist das wahre Leben. Hier auf YouTube. Mitten im Leben. Oder mitten in YouTube. Das wäre eigentlich ein guter Name für ein Format, Alter. Mitten auf YouTube. Und dann sieht man da die ganzen abgefuckten Geschichten, die immer so passieren. Und YouTube-Beef und so. Und, ja. Jetzt habe ich bestimmt jemanden auf Gedanken gebracht. Jetzt macht jemand einen Channel auf und hat in 5 Tagen 12-mal so viele Abonnenten wie ich. Weil ich nämlich so viele habe. Warum nicht hier eine fucking Decke? Aber okay. Ich lasse sie da. Ich möchte keine Angst machen. Weil ich so viele Abonnenten auch habe. Ich habe jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme 521 Abonnenten. Das ist zu viel. Ich hätte es mir nie erträumt. Habe ich eigentlich wirklich nicht mitgerechnet. Jedenfalls nicht in so einem Zeitrahmen so schnell 521 Leute auf meinen Kanal zu kriegen. Ich bin sehr froh über jeden von euch. Und dankbar für jeden von euch, der da ist und immer guckt und Daumen hoch gibt. Und schaut und kommentiert. Und alles in allem einfach immer da ist. Ja. Danke dafür auf jeden Fall, Leute. Aber irgendwann, so bei 1000 Abonnenten, also in 10 Jahren, mache ich dann nochmal einen, eine extra Dankessagung, so mit Hallo Leute, es gehen ja 10 hier drauf. Naja, mit Hallo Leute, dann sage ich Hallo Leute, ich habe jetzt 1000 Abonnenten, wovon noch 10 gucken. Danke. Das wird das Dankesvideo dann in 10 Jahren für 1000 Abonnenten. Ja, so mache ich das. So, nehmen wir mal hier den Lockes mit. Ab hier rein und dann sind wir jetzt gleich fertig, Freunde. Dann haben wir eine fertige eigene Hut. Lock Cabin, meine ich. Ist egal, ist egal. Ab hier rein. Ja, noch 3. Gleich ist es soweit. Gleich macht es die Ding, dann ist fertig. Und dann ist sie fertig. Die Lock Cabin ist fertig. Wir können endlich einziehen. Zack! Und da steht sie. Mit eigener Tür. Eigenem Fenster. Und verdammter eigenen Stufe, über die wir springen müssen. Das... Ich... Ich mache jetzt eine neue Treppe hin. Jetzt, wo die Lockcabin steht, mache ich hier eine neue Treppe hin. Mache ich jetzt einfach. Und zwar noch bevor... Treffe ich die überhaupt? Ich glaube schon, ja. Und zwar noch bevor jetzt ich überhaupt in die Cabin reingehe. Ja. Cliffhanger und so. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Also, an welcher Zeitmarke beim Aufnehmen ich bin. Wisst ihr ja, ich nehme ja immer so... weil ich nehme immer so ein Stück... Ah, so geht's doch schneller. Oh Mann, schlag doch nicht wieder so behindert. Komm, gib mal Gas hier. Ah, ich treffe auch... Nee, ich treffe nicht. Doch, ich treffe auch meine Plattform. Oh Mann. Komm, geh kaputt. Oh nee, muss ich die Plattform gleich auch nochmal setzen? Ich glaube, die Plattform repariere ich einfach. Ah nee, die ist gar nicht kaputt, die Plattform. Nö, die Plattform hat gar nichts abgekriegt. Lol. Sah so aus. So, Moment hier. Freies Bauen, Custom Building. Da, Custom Stairs. Custom Stereo. Stereo, Stereo. Wo kann ich die denn mal dran machen? Guck mal, ich habe da auch so Ankerpunkte irgendwie, ne? Wie als wenn ich die da ansetzen könnte. Aber irgendwie geht das nicht. So, wenn ich die jetzt da oben hin mache, so. Warte mal, genau so. Genau so. So muss die hin. So. So. So, warte. So, nein, nicht so schräg. Schön gerade da dran. Und zwar so. Sei gut. Ja. Lassen wir so. Wie viel brauchen wir? 8 Loks. Hol ich schnell. Mit meinem Wägelchen. Einen haben wir noch drauf. Packen wir noch 9 dabei. 8 meine ich. Wo holen wir die? Ich könnte die auch da hinten holen. Na egal. Ich gehe ganz schnell. Obwohl, nee, das ist eigentlich dumm, jetzt wieder bis nach hinten zu gehen. Ich gehe hier drüben hin, an die anderen Bäume. Können wir ja auch mal machen. Nicht, dass sie sich vernachlässigt fühlen. Ha? Die werden gar nicht so schön von uns verprügelt wie die ganzen anderen Bäume. Hier ist, glaube ich, mein Weg nach unten. Ja, exakt. So, stellen wir mal hier hin. Schildkröte habe ich auch immer noch keine gefunden, aber ich habe auch nicht mehr danach gesucht, ne? Muss ich aber auch nicht. Ich brauche keine Schildkröte. Ich komme auch sehr gut allein zurecht. Sehr gut allein zurecht. So, dann haben wir dann jetzt die neue Treppe da und dann können wir unsere neue Bude beziehen, weil diese Treppe, die... Ich habe wirklich, ich habe Albträume gehabt. Nach der Aufnahme, wo ich gemerkt habe, dass ich da nicht richtig hochkam. Ich lag nachts, ich lag bestimmt 5 Stunden wach.
Ich habe gar nicht gepennt. Nein, in Wirklichkeit habe ich noch ein Video geschnitten. Aber trotzdem, ich habe gar nicht gepennt. Gar nicht gepennt. Ich habe die letzten beiden Nächte ungelogen. Letzte Nacht habe ich 2,5 bis 3 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht genau. Und davor die Nacht auch ungefähr nur so viel. Weil ich habe ja ein neues Kanalbanner fertig gemacht und so. Und ich bin nicht gerade der Begabteste in Editieren und Schneiden. Auch wenn das vielleicht den Anschein hat. Aber das liegt einfach nur daran, weil ich dann einfach ekelhaft viel Zeit in die Sachen reinstecke. Weil ich brauche dann halt immer eine Weile, bis es wirklich gut aussieht. Und ich bin auch immer sehr, weiß nicht, bei Kanalbannern und so bin ich immer sehr penibel. Weil ich weiß nicht, das ist so, weil ihr kommt ja auf den Kanal drauf und das ist so das Erste, was einem so wirklich ins Auge springt. Und ich bin eigentlich immer, ja, dafür, dass das gut aussieht. Das muss richtig, ja, man muss so auf den Kanal kommen, das Banner sehen und sagen, hey, das ist ein cooler Kanal. Das ist ein cooler Kanal, ja. Und deswegen saß ich, glaube an dem Kanalbanner alleine bestimmt 2-3 Stunden. Nee, länger. Warte mal, wann habe ich ihn angefangen? Ich habe, glaube ich, um 8 Uhr angefangen, das Kanalbanner zu machen. Ja, und ich war ich glaube um 1 war ich fertig mit dem Kanalbanner erst. Na gut, ich habe zwischendurch auch noch ein paar Videos geguckt und so und nicht die ganze Zeit an dem Kanalbanner rumgemacht, weil dann wäre ich langsam verrückt geworden. Ja, und danach habe ich dann noch einen Best-of geschnitten. Was ich aber noch nicht, beziehungsweise ich hatte es online gestellt, habe es aber erstmal wieder gelöscht, weil ich dann doch nicht mehr zufrieden damit war. Da habt ihr es wieder, ne? Bei so Sachen, ich meine jetzt so bei Folgen-Let's Plays, hier jetzt bei The Forest, da nehme ich am Stück auf, ne? Das schneide ich dann halt, wie es steht und fällt. Aber jetzt auch bei den kurzen Indie-Horror-Teilen, da lege ich auch schon eher Wert darauf, dass es nicht einfach nur totaler Bullshit ist, sondern dass auch ein bisschen Mehrwert dabei ist, dass ihr halt gerne guckt, ne? Deswegen mache ich auch immer so ein paar lustige Intros davor und so, dass ihr halt auch Spaß daran habt, ne? Versteht ihr, was ich meine? Und bei dem Best-of, ich weiß nicht. Ne? Ich hatte das dann zwar geschnitten und auch hochgeladen und hab's mir dann nochmal angeguckt und das Feeling war einfach nicht da. Ich habe das Best-of geguckt und dachte mir so, das ist ganz schön 08:15, das hätte jeder machen können, das hätte jeder so machen können. Und dann habe ich es wieder gelöscht. Da war ich einfach nicht zufrieden mit. So, jetzt kommen wir die Treppe schön hoch und hier rein in unsere Hut. Hier können wir schlafen. Das ist ein richtig tolles Bett, wie ihr seht. Denn wir haben hier richtig tolle, ja, wie nennt man das? Mein Ohr juckt. Das sind richtig tolle Zeitschriften mit ganz kleinen Kissen aus dem Flugzeug. Da können wir pennen und speichern. Ich speichere erstmal. So, und ich glaube, hier in dieser Log-Cabin sind wir eigentlich relativ sicher. Und das Gute ist halt, wie ich es gesagt habe, können wir jetzt hier so über die Mauer rausgucken, was halt relativ hilfreich sein kann, bestimmt. Und, oh, guck mal, die steht hier hinten so halb im Berg drinne. Das sieht nice aus. Das sieht irgendwie cool aus hier hinten. Aber wir haben jetzt, ich freue mich gerade irgendwie, dass wir jetzt so eine Hütte haben, ey. Das feiere ich gerade, doch. Ich freue mich doch mehr, als ich dachte. So, Utility Structures, nein, hier ist Storage. Nee, wollte ich auch nicht. Warte mal, Storage? Custom Building, Utility Structures, warte mal. Furniture, genau, hier. Woodbench, einen Tisch können wir machen, einen Stuhl. Hier können wir ein ordentlicheres Bett bauen, ne? Hier, Deerskin. Hier können wir eine, wir können so Deckenlampen machen aus Schädeln. Wie cool ist das denn? Hier kann ich, ein Weapon Rack bauen und kann da, Waffen dranhängen. Hier so eine Kopftrophäe kann ich mir errichten. Wie cool ist das denn? Abgefucktes Spiel, Mann. So, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Storage. Hier, Medicine Cabinet, Snackbar, genau. Die wollte ich bauen. Das ist das, was ich meinte, wo ich dann die Soda und so reinmachen kann. Die stelle ich mir direkt hier neben die Eingangstür so hin. Hier so, warte, so hier hin. Genau, so. Ah, warte, die steht jetzt falsch. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, sie steht falsch. Oh, schon kurz Panik gehabt. Da brauchen wir 8 Loks für. Ich würde sagen, die holen wir gleich mal. Aber ich gucke erstmal, was ich noch so hier aufstelle. So Snackbar, Weapon Rack, Medicine Cabinet. Könnte ich auch mal aufstellen. Hier haben wir noch ein Skin Rack. Armor Rack, da kann ich dann meine Rüstung draufpacken. Hier so ein Bone Basket. Warte mal, ich stell mir mal hier Furniture. Warte mal, ich stell mir hier mal einen Tisch hin, in die Ecke hier hinten. Na, bleib schön gerade, Tisch. So, der kommt hier hinten ins Eck rein. Genau. Dann kann ich mir da nämlich noch ein paar Sachen drauf lagern und so. Und, oh, warte mal. Jetzt immer schön einrichten hier, ey. Richtig toll. Eine Woodbench könnte ich mir auch bauen, aber ich glaube, ich stelle mir einfach hier so ins Eckchen rein. Nein! Ah, ich wollte ihn nicht da platzieren. Herrgott, nochmal Spiel. So, dann stelle ich mir, weil irgendwer hat ja auch gesagt, auf Bänken und Stühlen kann ich mich auch irgendwie ausruhen. Ja, dann stelle ich mir den hier so schräg ins Eck rein. Ne, hier hinten so halb an der Felswand und am Tisch. Da können wir uns dann ausruhen, falls es dann mal sein muss. So, hier haben wir schon mal was dran.
So, was brauchen wir noch? Dann haben wir einen Stuhl. So, Decorations wäre dann noch Deer Skin und Rabbit Skin. Kann ich dir dann an die Wand hängen? Jo, ja, wie cool ist das denn? Nice. Okay, mache ich später. Jetzt nicht. Geh weg bitte wieder. Geh, hau ab. Nein. So, dann können wir hier halt, hier können wir so diese Deckenlampen machen mit Schädeln. Richtig cool. Hier kann ich mir dann Köpfe an die Wand hängen. Da könnte ich mir dann quasi so einen Echsenkopf wahrscheinlich aufspießen. Mal sehen, das mache ich mal hier drüben. Warte mal. Wie sieht denn, wo kommt denn der Kopf drauf? Warte mal, ich mache das mal. Warte, ich drehe das nochmal. Ganz vorsichtig. Warte. So. Dann mache ich mir das hier über dem Tisch an die Wand hier oben. Ah, ich kann es nur hier hin machen, hä? Oder kann ich es hier hin machen? Hier kann ich es auch hin machen. Ich würde es gerne weiter hier oben hin machen, um ehrlich zu sein. Aber es geht scheinbar nur weiter unten. Ja, dann lasse ich das erstmal. Da muss ich nochmal gucken, genau. Und was Wallplanter ist, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Ach, hier so ein... Das sind Blumenkästen. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel.